Er kam mit der Hakamoa. Maschinen, Computer, Bandstraßen, austauschbare Technik in einer globalisierten Welt. Und doch unverwechselbar ins Rheinland gehörig, genauer gesagt nach Uedem am Niederrhein. In dem kleinen Schuhmacherstädtchen, von den Bewohnern Schüsterkes Stadt genannt, ist die Zeit nicht stehen geblieben. Hier hat sich aus der Tradition des Handwerks heraus eine hochmoderne Schuhproduktion entwickelt. Nach wie vor verbindet sich mit dem Namen Uedem die Fertigung von Arbeits- und Sicherheitsschuhen. Um die Erinnerung an die frühere Handwerkskunst zu bewahren, hat die Mundartgruppe des Heimat- und Verkehrsvereins Uedem im alten Mühlenturm ein kleines Museum eingerichtet. Werkzeuge, Arbeitstisch, Hocker, authentisch bis ins Detail. Hier zeigt uns gleich ein Schuhmacher, wie früher die Herstellung eines Arbeitsschuhs in Handarbeit erfolgte. Heinz Scholten arbeitete rund 4 Jahrzehnte als Schuhmacher und später in der industriellen Fertigung. Im Museum demonstriert er interessierten Besuchern sein handwerkliches Können. Als erstes schneidet er nach einer Vorlage die Zuschnitte für den Schaft aus. Für die Herstellung von Schäften gab es früher Spezialisten, die Schäftemacher. In der modernen Fabrikation sieht es ähnlich aus. Vertragsunternehmen liefern vorgefertigte Schäfte. Heinz Scholten stellt das Nähgarn, den Pechdraht, selbst her. Die Spitzen der meist 2 bis 3 Handfäden versetzt er leicht. So kann er sie dünn und spitz zusammendrehen. Pech macht die Fäden widerstandsfähiger und hält sie zusammen. Als Nadel dient die eingebundene Borste aus dem Nacken eines Wildschweins. Die Zuschnitte für den Schaft kommen in die dritte Hand. Diese Holzklemme hält die Lederteile beim Nähen zwischen den Knien fest zusammen. Eine kraftaufwendige und langwierige Arbeit. Die Zeiten haben sich radikal geändert. Die Mechanisierung in der Schuhherstellung begann beim Nähen. Heute hat der Computer viele Funktionen übernommen. Per Mausklick kann der Designer 150 bis 180 Modelle und Variationen abrufen. Die Daten verschickt er von der CAD-Anlage aus an elektronisch gesteuerte Automaten, die die Musterteile wie hier eine Schaftspitze ausschneiden. Durch die Firma van Elten ist Uedem nach wie vor Zentrum der Herstellung von Sicherheitsschuhen. Der Familienbetrieb besteht in der 4. Generation seit 1910 und beschäftigt etwa 140 Mitarbeiter. Einzige Produktionssparte: Sicherheitsschuhe. Hier steppt ein Mitarbeiter die Musterschuhe. Immer noch ist also Handarbeit gefragt. Bei der technischen Neuentwicklung von Modellen zum Beispiel oder zur Qualitätssicherung. In jeden Schaft wird eine Kennzeichnung eingestempelt. Vertragsunternehmen stellen diese Schäfte nach exakten Vorgaben im Ausland her. Dazu Eugen van Elten, der zusammen mit seinem Bruder Heinz und mittlerweile den Söhnen die Fabrik leitet. Wir bekommen natürlich die Leder aus dem Ausland, mittlerweile auch nicht mehr aus Deutschland. Wir bekommen aus Südamerika, aus Indien und an den Ostblockstaaten, lassen wir in Lohn veredeln oder wir kaufen die Schäfte drüben. Aber das Endprodukt fertigen wir hier in Uedem am Ostwall, weil wir hier durch die flexibel schnell sind. Wir haben großen Einfluss auf den Komfort des Schuhs, auf den Tragekomfort des Schuhs, das ist sehr wichtig. Und wir haben aus diesem Grunde auch, um in der heutigen Zeit schnell und zügig die Kunden bedienen zu können, ein Logistikzentrum gebaut in diesem Jahr und wollen dadurch erreichen, dass wir schnell und zügig unsere Kunden bedienen können. Die ersten Ledernähmaschinen kamen Mitte des 19. Jahrhunderts auf den Markt. Die Arbeitserleichterung zeigte sich in den Stückzahlen. Per Hand fertigten die Schuhmacher 1 Paar pro Tag, mit der Nähmaschine hingegen 20 bis 25 Paar pro Woche. In der Woche vor der Kirmes schafften sie auch mal 30 Paar. Deshalb ist der Begriff Galoppschuster noch heute in Uedem bekannt. Die Tagesproduktion der Firma van Elten liegt bei insgesamt 5.500 Paar Sicherheitsschuhen.
Das summiert sich auf rund 1,2 Millionen Paar im Jahr. Heinz Scholten hat den Schaft fertig genäht. Er schneidet die Brandsohle aus und schlägt sie auf den Leisten. Für Brandsohlen und Kappen verwendeten die Schuhmacher die kräftigeren Teile aus einer Rinderhaut. In nassem und gewalktem Zustand lässt sich das Leder besser verarbeiten. In der Fabrik übernimmt ein Dämpfer die Aufgabe, es zu stabilisieren und geschmeidig zu machen. Leder lebt natürlich mit allen seinen Eigenschaften. Wenn es einmal ein Naturprodukt ist, von verschiedenen Tieren kommt, dann kann man sich vorstellen, es lebt einfach. Es hat eine gute Trageeigenschaft, die man eigentlich heute durch Ersatzstoffe noch gar nicht erreicht hat. Das Leben früher hatte einen anderen Rhythmus. Erinnerungen an eine Zeit, die nicht immer gut und doch überschaubarer war. Da wurde von montags morgens bis samstags mittags gearbeitet. Wenn er samstags mittags nach Hause kam, da war so viel zu tun in Haus, Garten und Hof. Wir hatten noch ein klein bisschen Landwirtschaft dabei. Wir haben zwei, drei Schweine im Stall gehabt und ein Pferd. Und mit dem Pferd hat Vater die Schuhe rund gemacht. Die fertig waren und auch Reparaturen gemacht. Aber und hat 11 Kinder gehabt und die konnten alle was lernen. Ein typisches Utensil in jeder Schuhmacherwerkstatt, der Knieriemen. Mit der Zwickzange zieht der Schuhmacher den Schaft über den Leisten. Überholen nennt er diesen Arbeitsgang. Heinz Scholten schneidet den Zwickeinschlag ein, zieht ihn mit der Zange an und heftet ihn mit Nägeln. In der modernen Produktion sind die Einschläge bereits maschinell geschnitten. Die Einschermaschine übernimmt das Zwicken. Um die Lederteile weiter bearbeiten zu können, ist es wichtig, die Kanten auszuschärfen. Dieser Vorgang heißt bei den Schuhmachern Egalisieren der Kanten. In der Fabrik geht das Aufleisten nahezu automatisch. Was jedoch spielerisch aussieht, will gelernt und vor allem perfekt ausgeführt sein. Sitzt der Schaft nicht millimetergenau auf dem Leisten, können die Präzisionsmaschinen nicht richtig ansetzen. Ausschuss wäre die Folge. Immer wieder überprüft der Betriebsführer die einzelnen Arbeitsschritte, wie hier das Setzen der Stahlkappen. Nur so ist ein gleichbleibend hoher Qualitätsstandard gewährleistet. Die Einschermaschine zwickt den Schaft in Sekundenschnelle. Jörg van Elten, der Sohn von Eugen van Elten, erklärt Heinz Scholten die technische Neuerung. Feuchtigkeit und Wärme stabilisieren den Schuh im Dämpfer. Dadurch passt er sich genau der Leistenform an.
Dieser Arbeitsschritt erinnert an das Wässern der einzelnen Lederteile. Es ist schon ein faszinierender Gegensatz. Dort das Überholen und Zwicken per Hand, hier die technisierte Variante. Aber sogar die Einschermaschine ist entstanden aus jahrzehntelang gewachsenem handwerklichen Know-how, das moderne Produktionsformen erst möglich gemacht hat. Die Entwicklung wird ständig weitergehen. Roboter übernehmen heute bereits wichtige Arbeitsgänge. Zurück zu Heinz Scholten. Er schlägt einen Lederstreifen, den Keder, auf, und zwar genau entlang der Bodenkante. Für das Ausballen nimmt der Schuhmacher Lederreste und einen Holzkeil, Gelenk genannt. Dieses Gelenk dient der Verstärkung in der Sohlenmitte. Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es, bedingt durch die intensive Viehhaltung, mehrere Gerbereien in Uedem. Der eigentliche Anstoß zur Schuhproduktion am Niederrhein soll von Kevela ausgegangen sein. Dort hatte sich der flämische Schuhmacher Thomas Schellen niedergelassen. Er nahm Aufträge des französischen Heeres an und gab sie zum Großteil an Heimarbeiter weiter. Heinz Scholten schneidet die Laufsohle aus einem Bodenleder aus. Für die Verwendung der verschiedenen Ledersorten galt früher als Faustregel, für Straßenschuhe leichtes Leder, bei Arbeitsschuhen festeres Leder. Mit einem Messer markiert er eine Linie für die Holzstifte. Die handgefertigten Stifte sind zuvor im Ofen getrocknet worden. Nun quellen sie durch die Feuchtigkeit auf und halten die Sohle fest. Bis etwa 1900 wurden die Schuhe hauptsächlich in Heimarbeit gefertigt. Wie im klassischen Verlagssystem lieferte der Unternehmer das Rohmaterial und übernahm den Vertrieb der Endprodukte. Er verkaufte das derbe Schuhwerk auf regionalen Märkten, später ins Ruhrgebiet und an das preußische Heer. Die Schuhmacher arbeiteten zu Hause mit eigenem Werkzeug und konnten sich ihre Arbeitszeit selbst einteilen. Häufig musste die ganze Familie mithelfen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden immer mehr Produktionsstätten in Uedem. Um 1900 gab es 10 Schuhfabriken, die zum Großteil noch in Heimarbeit fertigen ließen. 1928 etwa 50 mittlere und kleinere Schuhbetriebe mit rund 400 Arbeitsplätzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gingen die Zahlen rapide zurück. 1952 produzierten noch 13 Schuhfabriken, 1975 9. Und heute ist nach einem Konzentrationsprozess nur noch die Schuhfabrik van Elten übrig. Sie produziert höhere Stückzahlen als alle früheren Fabriken zusammen. Ein Sicherheitsschuh besteht heute, je nach Funktion und Arbeitsbereich, aus etwa 100 verschiedenen Teilen und erfordert rund 80 Arbeitsgänge. Die übrig gebliebenen Handgriffe haben sich nicht wesentlich geändert. Der Mitarbeiter glättet die Kanten und legt das Gelenk ein. Zu den Veränderungen der Arbeitsbedingungen im Laufe der Jahrzehnte Heinz Scholten und Eugen van Elten. Bahn hat er ja. Und trotzdem war es gemütlicher wie heute.
Heute steht die Hektik, der Stress dahinter. Akkord. Es hat natürlich die ganze Technologie geändert. Und man muss auch klar sagen, dass es früher, wenn man vor 20, 30 Jahren sieht, dass alles noch ein bisschen ruhiger und gemächlicher zuging. Es war natürlich eine längere Arbeitszeit. Man arbeitet zum Teil noch 45, 48 Stunden in der Woche. Da war natürlich für alles ein bisschen mehr Zeit da wie heute. Alles in einer kurzen Arbeitszeit ist ja alles gedrängt. Und so ist das schon Veränderungen, die heute wesentlich hektischer sind. Wenn wir natürlich auch sämtliche Bereiche abdecken wollen, das heißt, ob das die Autoindustrie ist, ob das die chemische Industrie ist, der Bergbau. Ja, der Bergbau war natürlich der eigentliche Ursprung des Sicherheitsschutzes, der eigentliche Ursprung. Weil im Bergbau hat man sich mit der Arbeitssicherheit unter Tage natürlich anfänglich sehr stark beschäftigt. Ist natürlich klar, es geben immer wieder neue Märkte, andere Bereiche, die früher keine Sicherheitsschuhe getragen haben. Am Rundläufer werden Schuhsohlen hergestellt oder gleich auf die unterschiedlichsten Unterseiten aufgespritzt. Fast alles geschieht automatisch und auch gleichzeitig. Das Anspritzen der Sohle dauert wenige Sekunden. Sie hat mit der handgefertigten Laufsohle eines konventionellen Arbeitsschuhes nur noch den Namen gemeinsam. Diese Szenen sind bereits Geschichte. Neuerdings hat ein Beschneideroboter die Handarbeit abgelöst. Die zunehmende Mechanisierung sichert auch die Zukunft der Firma. Mitarbeiter werden jedoch nicht entlassen, sondern umgesetzt. Teil der Firmenphilosophie. Die moderne Produktion hat den Handwerker überholt. Aus Bodenleder schneidet Heinz Scholten die Absatzflecken. Sie kommen auf den Keder, Nägel halten den Absatz zusammen. Anfangs waren auf den Lederstücken, die der Schuhmacher vom Unternehmer bekam, die Umrisse der verschiedenen Schuhteile aufgezeichnet. Aufgabe des Heimarbeiters war es dann, diese Einzelteile auszuschneiden und zu einem Schuh zusammenzusetzen. Die ersten Stanzmaschinen in den 1890er Jahren bedeuteten eine große Erleichterung. In diesen einfachen Werkstätten sind die Grundlagen der heutigen hochmodernen Fertigung zu sehen. Am Niederrhein hat sich über Jahrzehnte hinweg ein einmaliges technisches Know-how angesammelt. Unternehmerischer Geist, gepaart mit der Innovations- und Investitionsbereitschaft der Familie van Elten, hat zu einer hochtechnisierten Produktion in Uedem geführt. Letzter Arbeitsgang am Absatz. Heinz Scholten schlägt das Eisen auf und füllt die Lücke mit Lederresten aus. In der Finish-Abteilung ziehen die Mitarbeiter die Schnürriemen ein. Zudem prüfen sie noch einmal jeden Schuh auf Herz und Nieren. Besonders wichtig ist die Kontrolle, ob bei den entsprechenden Modellen die Stahlsohle eingelegt worden ist. Rotes Licht, alles okay. Das Polieren der Ränder gehört in dieser Form längst der Vergangenheit an. In der Fabrik haben Spritzpistolen diese Arbeit übernommen. Im privaten Haushalt kommt die schwarze Paste aus der Tube. Rund 6 bis 8 Stunden hat die Arbeit gedauert. Um den Zweiten Weltkrieg herum betrugen die Kosten für den Hersteller durchschnittlich 5 bis 6 Reichsmark. Der Arbeitnehmer erhielt an Lohn 1 bis 2 Reichsmark.
Ein letzter prüfender Blick. Das Werk ist gelungen. Der Arbeitsschuh ist seit rund 2 Jahrhunderten das Markenzeichen Uedems. Er steht für Handwerk und Technik, für viel Tradition und eine lange Geschichte. Wie lebendig jedoch ist der Gedanke an das Schuhmacherhandwerk heute noch in Uedem? Ja, bei der jüngeren Generation natürlich nicht mehr so. Das ist ganz klar. Bei den älteren Generationen natürlich schon, ist es schon noch da. Aber es wird natürlich immer weniger werden. Wir feiern heute unser Patronatsfest, der Crispinusverein, der Verein der Schuhmacher. Sie alle wissen, der heilige Crispinus ist der Patron der Schuhmacher. Und wir feiern diese heilige Messe und dieses Fest schon nahezu 140 Jahre. Als Faktor gewachsener Tradition präsentiert sich der Crispinusverein, auch wenn oder gerade weil die Funktion sich gewandelt hat. Früher war er eine Unterstützungskasse für in Not geratene Schuhmacher. Heute kümmert er sich hauptsächlich um die Senioren der Gemeinde. Von ihren schwieligen Händen, von Pechdraht, Pin und Nägeln und von ihrem Stolz, mit ihrem handwerklichen Können einen so hervorragenden Arbeitsschuh gefertigt zu haben. Nach der Messe spendiert der Crispinus-Verein seinen Mitgliedern und den Gästen ein Frühstück. Schuhe sind immer wieder ein Gesprächsthema. Wie könnte es anders sein? Dass Karl und Heinz nicht verständigen, wenn nicht noch jemand nachgemeldet hat. Auch Pastor Görz hat eine enge Bindung zum Schuhmacherhandwerk und zur Firma van Elten. Mein Vater ist von Weeze aus nach Uedem mit dem Fahrrad 23 Jahre lang nach van Eltens Schuhfabrik gefahren. Morgens, wenn es dunkel war, weg. Abends, wenn es dunkel war, kam er zurück. Der Schusterberuf, der warf ja keine Reichtümer ab. Und nach einem langen Arbeitstag hat mein Vater abends noch in einem Schusterstübchen zu Hause so privat Schuhe geflickt und so für den Bekanntenkreis. So, heute würde man sagen Schwarzarbeit. Uedem. Handwerk und Industrie zeugen von einer lebendigen Geschichte, die dem Niederrhein einen wesentlichen Teil seiner Identität gibt.